Moin und herzlich willkommen bei Tierisch gut drauf. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Erstmal möchte ich mich bedanken zu über 100 Abonnenten mittlerweile. Das ist einfach großartig. Wie ihr sehen könnt, haben wir mittlerweile Mitte November. Es ist alles voller Blätter und wir haben schon ganze dreimal die Blätter hier weggehakt und es kommen einfach immer mehr. Aber es ist Licht am Ende des Tunnels, wie ihr sehen könnt. Es ist nicht mehr so viel an den Bäumen dran. In diesem Video geht es mal wieder um ein paar Gartenvögel. Ich möchte euch zeigen, welche Vogelarten hier so im November vorkommen. Wir haben ein paar Neuankömmlinge und die möchte ich euch gerne präsentieren. Wir fangen allerdings an mit einem anderen possierlichen Tierchen, was ich vor ein paar Nächten filmen konnte. Damit wünsche ich euch viel Spaß beim neuen Video. Nach dem Intro geht's los. Tierisch gut drauf. Das ist richtig cool. Ich komme gerade von der Arbeit nach Hause und bin noch kurz über den Rasen gelaufen. Und jetzt schau mal, was ich gefunden habe. Die Erdkröte ist wohl jedem Gartenbesitzer bekannt. Tagsüber versteckt sie sich und geht erst in der Dunkelheit auf Nahrungssuche. Sie frisst Würmer, Schnecken und andere kleine Krabbeltiere und wird daher gerne in Gärten gesehen. Der November ist bei uns an der Küste stets kühl, stürmisch und nass. Dieses Wetter treibt die Vögel nun an die Futterstellen. Die Buchfinken sind derzeit in kleineren Gruppen da. An einem Tag waren 14 Individuen auf einmal da. In den Bäumen sammeln sie sich und fliegen dann nach und nach nach unten. Dort fressen sie dann am liebsten Sonnenblumenkerne. Auch die Amseln sind nun zahlreicher anzutreffen. Der Höchststand waren 9 Amseln auf einmal, die den Futterplatz aufsuchten. Im Sommer vertreiben sie meist andere Amseln, doch im Winter sind sie viel geselliger. Vor wenigen Tagen sind auch die Bergfinken bei uns eingetroffen. Sie sind Zugvögel aus Skandinavien und überwintern bei uns. Der Bergfink ist etwa so groß wie der Buchfink, hat jedoch eine schöne orangene Färbung. Im Herbstlaub ist er durch die Färbung recht gut getarnt. Er frisst ebenfalls am liebsten Sonnenblumenkerne. Die gemeine Metallmaus versteckt sich gerne in den Blättern. Das Rotkehlchen singt auch im November sein schönes Lied. Auch dieser Vogel bedient sich gerne am ausgebrachten Futter. Es frisst zwar auch am Boden, doch am liebsten holt sie Kerne von höher gelegenen Plätzen, wie zum Beispiel Futterhäusern. Die Blaumeise bevorzugt hängendes Futter. Sie mag Samen- und Fettfutter. Bei Meisenknödeln ist besonders darauf zu achten, dass die Maschen nicht zu eng sind. Besser geeignet sind allerdings stabile Plastikfutterspender. Die Spatzen sind ebenfalls tägliche Besucher. In meinem Garten habe ich allerdings bislang nicht mehr als 4 Individuen auf einmal angetroffen. Während des Fressens halten sie oft Ausschau nach Feinden. Und da oben bewegt sich etwas im Geäst. Glück gehabt, es ist ein friedliches Buntspechtweibchen. Das Weibchen hat einen reinen schwarzen Hinterkopf. Das Männchen, hier im Bild, hat dort einen roten Streifen. Buntspechte fressen ebenfalls gerne Sonnenblumenkerne, aber am liebsten mögen sie Erdnüsse. Eine weitere Spechtart sucht seit ein paar Wochen unregelmäßig meinen Garten auf. Es ist ein Mittelspecht. Er ist etwas kleiner als der Buntspecht. Seine Kopffedern sind rot und sein Bauch weist viele schwarze Striche auf. Leider gelang es mir noch nicht, ein Video von diesem schönen Vogel zu machen. Der Eichelhäher steht total auf Erdnüsse. Er hopst über den Boden und nimmt dabei so viele Nüsse wie möglich mit. Er bewahrt die Nüsse in seinem Kopf auf und fliegt damit in sein Revier. Dort versteckt er alles sorgsam, um im Winter einen Fressvorrat zu haben. Die Grünfinken sind nach ihrer Abwesenheit im Sommer nun auch wieder da. Diese grau-grünen Vögel sind am gelben Flügelrand einfach zu erkennen.
Bei mir sitzen sie am liebsten an der Futtersäule und holen sich dort ihr Futter. Doch auch am Boden suchen sie Nahrung. Die Heckenbraunelle macht ihrem Namen alle Ehre. Die Hecke ist ihr Lebensraum und sie hält sich stets in ihrer Nähe auf. Sie traut sich trotzdem hin und wieder heraus und geht auf meinem Rasen auf Nahrungssuche. Der Kleiber holt sich sein Futter von überall her. Meist schnappt er sich schnell einen Kern und fliegt dann sofort an einen Baum, wo er ihn dann genüsslich frisst. Die bunte Kohlmeise darf in diesem Video natürlich auch nicht fehlen. Jetzt im November sehe ich häufig bis zu 5 Vögel auf einmal in meinem Garten. Es macht immer wieder Spaß, sie zu beobachten. Die Ringeltaube schaut nur hin und wieder vorbei. Sie ist wohl der größte Vogel in meinem Garten. Die zwei Türkentauben schauen hingegen öfter vorbei. Sie picken alles auf, was sie finden. Das waren nun erstmal die Vogelarten, die im November bei mir vorkommen. Im Dezember bringe ich ein weiteres Update. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Wenn ihr Bock habt, abonniert den Kanal, klickt einfach hier nach oben. Und ansonsten guckt euch gerne ein anderes Video an. Das findet ihr da unten. Bis dahin, haut rein!